Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa 2. Goodbye DSP, Aosoma ist auch wieder da. Hi. Der vierte Tag hintereinander. Wie geil. Aber die Lust lässt einfach nicht nach. Im letzten Part haben wir nerviges Gequatsche zwischen Nagito und dem Stofftier mitbekommen. Und sollte man irgendein Gewinsel, Gequieke, Gebelle oder sonst irgendwas im Hintergrund hören, das ist unser Hund. Nur zur Info. Mhm. Nachdem wir vom Funhaus endlich befreit wurden, gingen wir zurück zum etwas weniger ordinären Leben, das wir zu leben hatten. Und genau wie zuvor, unser Tag begann, indem wir uns alle im Restaurant versammelt hatten. Weißt du, jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, lässt es mich realisieren, wie verrückt doch diese ganze Situation ist. Das Restaurant. Species. Weitreichend, ne? Oh. Das Restaurant fühlt sich auf einmal viel weitreichender an als zuvor. Natürlich ist es weitreichender, aber wir sind doch jetzt weniger als die Hälfte der Leute, die wir von Anfang an waren. Ich habe genau erkannt, wer es ist. Okay, wer denn? Also ich glaube, Nekomaru, ne? Nekomaru. Ja. Dummer Idiot. Reiß dich zusammen. Oh my. Hä? Habt ihr das gehört? Hey. Es ist Nekomaru. Es war Coach Nekomarus Stimme. Ja, ich weiß Trainer, aber ich sag lieber Coach. Das klingt besser. Huh? Wovon redest du da? Er ist doch nicht mehr länger. What's up? Was lachst du denn so? Ich werde die Scheiße aus dir rausprügeln. Wenn du mich weiterhin so anwiderst. Das ist aber gar nicht cool. Ich war die ganze Nacht wach und habe mir meine Finger bis zu den Knochen abgearbeitet. Viel wichtiger, ich fange an, langsam erschöpft zu werden, dass wir uns jedes Mal hier in diesem Restaurant wieder treffen. Von den Gewürzen in diesem Restaurant. Achso, ernsthaft. Langsam fange ich an zu realisieren, wie vielseitig Tero Tero war. Valuable heißt doch vielseitig, oder? Nützlich. Nützlich, okay. Beziehungsweise wertvoll. Er hat ungefähr dieselbe Bedeutung. Ja, ignoriert mich doch nicht. Ich versuche ja gerade etwas Wichtiges mit euch zu besprechen. Was Wichtiges? Was ist das denn? Das ist ja cool. Das da! Es hat mich die ganze Nacht gebraucht, um es zu machen. Mein. Ist das eine Nekomaru-Puppe? Ich bin keine Puppe. Ich bin Minimaru. Minimaru? Ich habe ein paar Teile von ihm mit mir genommen. Na, was denkt ihr? Coole Qualität, nicht wahr? Natürlich hat es keinen freien Willen oder so. Es ist mehr wie, naja, ihr wisst schon, ein Spielzeug. Aber ist es nicht unglaublich niedlich? Ich wette, sie mag es. Es ist süß. Danke, ich werde es behalten. Hä? Ich habe niemals gesagt, dass ich es weggeben werde. Ach, sei doch nicht so stuck up. Eingeklemmt? Oder was heißt denn stuck up? Festgefahren, würde ich sagen. Ach, sei doch nicht so festgefahren. Dein Zeug ist doch mein Zeug, richtig? Hey, naja, nun, ist das nicht, Bully, Mobber, ist das nicht Mobber-Logik? Nun, es ist sowieso egal. Ich hab's gemacht, um euch Leute aufzuheitern. Und solange wir es haben, ihr wisst schon, werden wir nicht vergessen, welche, wegen dem Opfer, also dass sich Nekomaru für uns geopfert hat und so.
Wir stehen heute hier nur wegen ihm. Also, wenn wir so tun würden, als ob das... Achso, wenn wir ja, das davor bewahren, dass sowas nochmal passiert, dann denke ich, werde ich auch kämpfen, richtig? Ich werde aufhören, jetzt wegzurennen. Ich hab's verstanden. Ich hätte niemals gedacht, so etwas Beeindruckendes aus deinem Munde zu hören. Natürlich. Und im Endeffekt, Gundam hat uns gesagt, wir sollten das Leben niemals aufgeben. So werde es auch ich niemals aufgeben. Ich werde kämpfen bis zum bitteren Ende. Gundam, bitte wache über mich. Die ist total Gundam fixiert. Kazuichi legt sich total ins Zeug und sieht nur Gundam, Gundam. Er tut mir schon irgendwie leid. Immer mehr irgendwie. Warum konnte er sich nicht in eine andere Frau vergucken? Vielleicht haben wir ja Glück und es gibt im dritten Teil irgendeine Blondine, die was mit Maschinen oder Mechanik oder so zu tun hat. Dann könnte man die mit Kazuichi verkuppeln. Miss Sonja? Miss Sonja, was denkst du von meiner kleinen Aufmunterungsrede? Oh, hast du irgendwas gesagt? Are you kidding me? Ich war die ganze Nacht lang wach, um mir Rede anzupregen. Während er die Puppe gemacht hat? Geil, Multitasking. Das finde ich schon irgendwie so ein bisschen ein Arschloch-Move von Sonja, dass sie ihn einfach ignoriert. Obwohl er sich so ins Zeug legt. Jeez. Langsam frage ich mich, wer hier der Übeltäter ist. Punchline. Und da ist sie, die Punchline. Schlaglinie, aber ich glaube, das heißt was anderes. Punchline ist, die Pointe. So, und da ist sie, die Pointe. Ich mag das wirklich. Danke, Kazuichi. Ich bin Minimaru. So, Minimaru mag ich auch. Das ist echt genial. Okay, Kazuichi, tut mir leid. Eine Blondine wirst du nicht kriegen, aber dafür steht jetzt Akane total auf dich. Kriegst leider eine andere Frau an deiner Seite. Ich bin nur halb so glücklich, das Dank von dir zu bekommen. Ach, übrigens. Du kannst den außerdem auch für Massage benutzen, um für, deine Muskeln zu massieren und dann ja, Pressure Points, Akupunktur. Druckpunkte. Druckpunkte. Das ist ja geil. Meinst du das ernst? Das ist beeindruckend. Of course. Natürlich. Ich hab's ja gemacht. Ernsthaft, danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Akane sieht wirklich glücklich aus. Hey, hey. Klar, jetzt hat sie ja immer noch S, obwohl Nikomaru nicht mehr da ist. Das ist aber echt eine geile Entwicklung von Kazuichi. Einfach so ein quasi eine sprechbare Mini-Uhr, die man auch als Massagegerät verwenden kann. Ich meine, sonst wäre ja das nächste Opfer Akane gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte, ne? Weil Akane... Achso, ich dachte, Kazuichi wäre das nächste Opfer, weil Akane ihn umgebracht hat. Nein, ich meine, Akane hat doch mehrmals gesagt, sie kann ohne S nicht mehr leben. Achso, und wer wäre dann der Täter? Sie würde sich selbst umbringen. Nee, sie ist zwar eine Hohlbirne, aber doch irgendwie in Ordnung. Jetzt hat sie ja Essen noch. Langsam kommt es mir so vor, als ob die dummen Charaktere hier die besseren wären. Dann müsste Teru, wenn er noch am Leben wäre, eigentlich der Beste von allen sein. Oh nee, bitte jedenfalls, nicht. Jedenfalls, was ist mit Nagito passiert? Ich habe ihn nicht gesehen, wie normalerweise. Ach, soll er in der Hölle schmoren. Ach, du musst dir keine Sorgen um diesen Typen machen. Ist schon die ganze Zeit so unterwegs. Aber trotzdem, ich bin ein bisschen besorgt darüber, wie er sich im letzten Klassenprozess verhalten hat. Nun, er war schon die ganze Zeit so ein gefährlicher Bastard. Aber denkt ihr nicht, er hat jetzt eine Linie überschritten? Hey, hey. Dann ist das nur ein weiterer Grund, ihn zu ignorieren.
Aber wenn wir ihm aus dem Weg gehen, was machen wir dann, wenn er auf uns zukommt? Wen hast du denn jetzt eigentlich noch? Nur Nagito und Chiaki. Mit Ausnahme von Usami. Und Monokuma und Usami. Ja, die beiden sind ja irgendwie dauerhaft. Also Usami nicht, aber Monokuma ist sowieso irgendwie dauerhaft im Danganronpa-Universum. Ja, mag ja sein, aber ich meine, da habe ich auch die Person, die halt Monokuma kontrolliert, nicht wahr? Eigentlich dürfen Nagito und Chiaki nicht sterben, sonst redet den Großteil nur mehr ich. Außer Monokuma und Monomi. Nagitos plötzliche Change-Änderung ist echt seltsam. Ich frage mich, hat er irgendetwas herausgefunden, was wir nicht wissen? Wie auch immer, Hajime, ist es nicht jetzt mal Zeit, dass du uns sagst, was das alles zu bedeuten hat? Hä? Das? Du weißt schon, was Nagito gesagt hat während dem Prozess. Ich bin Nagito. Hey, Bastard! Was meint er mit... mit Ausnahme von Hajime? Du bist doch nicht wirklich der Verräter, oder? Jetzt fängt er wieder damit an. Nein, so ist es nicht. Ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber ich denke, ich habe keine andere Wahl. Um euch Leuten die Wahrheit zu sagen, im Gegensatz zum Rest von euch bin ich... Nun, ich war niemals ein Teil der Hope Speak Academy Primary Department. Hauptabteilung. Hauptabteilung. Ich war ein Reservekursstudent vom Reserveabteil. Huh? Reserveabteil? Das bedeutet, Leute wie ich, im Gegensatz zu euch Leuten, habe ich kein ultimatives Talent. Ja, eigentlich bin ich nur eine stinknormale Person. Ist das alles? Was? Das ist es? Kumpel, erschreck mich doch nicht so. Es ist nicht was, was ich abstreifen kann. Brush off. Mhm. Erst recht, wenn es um mich geht. Ich dachte, ich hab's nur vergessen. Ich dachte, ich bin in die Hope Speak Academy gekommen, weil ich auch ein Talent hätte. Aber scheiße. Mein gesamtes Leben. Ich wollte einfach nur confident. Es bestätigen? Nee. Selbstbewusst. Ich wollte mich einfach nur selbstbewusst wegen mir fühlen. Und ich dachte, wenn ich in die Hope Speak Academy komme, werde ich endlich jemand sein, der es auch beweisen kann. Aber nein. Ich war doch nur ein verdammter Backup-Student. Backup ist hinten in der Hinterhand behalten. Also, du weißt schon, Sicherheitsspeicher. Reserve. Ja. Schön, dass ich andere Wörter verwende. Nur ein Reservestudent. Right? Munter dich mal ein bisschen auf, Hajime. Es ist doch völlig egal, ob du vom von der Reserveabteilung kommst. Of course. Sie hat recht. Egal was. Du bist unser Freund. Du weißt schon, sie sagen das in Japan. Sprichwort in Japan. Nee, das ist kein Sprichwort in Japan. Das sagt... Egal. Nein, sie sagt, du weißt, da ist ein Sprichwort in Japan. Ach so. Du weißt schon, es gibt ein Sprichwort in Japan. Fear is grateful of the danger. Furcht ist... Ja, grateful, toll, ich weiß das Wort. Nicht sagen. Grateful oder danger? Ne, danger ist Gefahr. Grateful ist auf jeden Fall ein positives Wort. Ich weiß, es liegt mir auf der Zunge.
Nicht glücklich, nicht freundlich, nicht... Mann, warum komme ich nicht aufs Wort? Das ist doch so stinkend einfach. Ah. Nicht bitte, sondern... Hä? Nicht bitte, sondern... Danke. Dankbar. Furcht ist dankbar für die Gefahr. Ja. Kenne ich gar nicht. Gibt's das wirklich? Weiß ich nicht. Es ist Sonja. Es kann auch sein, dass das Sprichwort verdreht. Hey. Zur Hölle. Okay. Du sagst das alles komplett falsch. Also, alle. Behalt deinen Orgasmus bei dir. Marmeladenkopf. Das war wirklich ein knapper Kampf. Ich entschuldige mich. Ich habe versucht, dich aufzumuntern, aber im Endeffekt habe ich das alles falsch gesagt. Ja, Sonja, ignoriere mal wieder alle. Nein, das macht nichts. Zeug wie dieses ist schwer zu verstehen. Ist manchmal schwer auszudrücken. Das ist seltsam. Vielleicht könnt ihr mich nicht sehen. Ah, was zum Henker? Du bist im Blut getunkt. Ja, du bist mit Blut überdeckt. Ah, du hast mich gesehen. Ja, das ist richtig. Das Monobiest dieses Mal war sehr stark. Abstoßend. Komm mir ja nicht zu nahe. Los, verschwinde. Keine Dankbarkeit. Ich werde wie Abschaum behandelt. Hey, warum säuberst du dich nicht erstmal von dem Blut? Wir versuchen hier zu essen. Ah yes, ja, das beschämt mich schon. Wupp, 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 wupp. Da wären wir. Also dann, erlaubt mir euch zu berichten, dass ich es erneut geschafft habe. Ein weiterer schwerer Kampf ist nun hinten nur noch eine Geschichte. Ein Kampf, wie er noch nie in der Geschichte gesehen wurde. Ich habe es endlich geschafft und das letzte Monobiest überwunden. Aufgrund dessen ist es nun endlich möglich, zur letzten Insel zu reisen. Also, wenn nicht Gundam, sondern Kazuichi der Mörder gewesen wäre, hätte ich gesagt, die letzte Insel muss eine Fabrik sein. Weil Mekamaru, Kazuichi als Mechaniker, das wird Sinn ergeben, weil bei Ibuki und Hyoko war es ja auch so. Oh, eine verrückte Figur ist tot, auf einmal kommt ein Freizeitpark als nächstes. Ja, ich verstehe. Was für eine dünne Reaktion. Es ist, als ob ich von einer Menge Shabu-Shabu umrundet wäre in einem All-You-Can-Eat-Restaurant. Du weißt nicht, was Shabu-Shabu ist, oder? Nein, weiß ich nicht. Weißt du es? Nee, ich würde mal schätzen, irgendeine Speise. Schätze ich auch. Sag mir das nicht schon wieder. Dass ihr nicht schon wieder so Sachen sagt wie... Ist es ja nicht so, als könnten wir von der Insel runter? Warum sollten wir die neue Insel überhaupt erkunden? Nun, es ist schon wahr, dass wir ja nicht wirklich viel erwarten. Aber wer hat gesagt, dass wir nicht gehen werden? Offensichtlicherweise werden wir gehen, Dumpfbacke. Hä? Angenommen, wir dachten, dass Davonlaufen ein Fehler war. Achso, nee, wir haben begriffen, dass... Ja, Davonlaufen ist ein Fehler. Also, wenn wir nicht wegrennen können, dann werden wir eben kämpfen. Ich werde alles vernichten, dass sie... ja, dass sich uns in den Weg stellt und diese Scheiße mit einem Schlag. Kämpfe? Ich werde jeden vernichten, der uns in diese Situation gebracht hat. Hat sie gesagt. Ja. Ja, One Blow mit einem Schlag. Kämpfen? Wirklich? Diese furchterregende Gruppe, die sich Weltender nennt aus irgendeinem Grund? Warum du? Hast du vergessen, was du schon zuvor gesagt hast? Ach, Dumpfbacke. Ich hab das nur... Ja, war klar.
Ich habe das nur gesagt, weil ich versucht habe, mit Sonja zu beeindrucken. Schrei mich doch nicht so an. Gib damit nicht an. Gib damit nicht an. Settle down. Beruhigt euch. Wenn ihr die Kraft habt, um gegeneinander zu kämpfen, dann... Untereinander zu kämpfen, dann richtet eure Kraft direkt auf den Feind. Auf unseren Feind. Nun denn, lasst uns zu vierten gehen. Offensive ist die beste Defensive. Also das vierte wäre mit einem U dazwischen noch, zwischen U und D. Ja. Offensive, ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, du hast recht. Nun ist nicht die Zeit für uns Bickering zu streiten, stacheln. Ja, so ein Raster. Uns zu zanken. Ich verstehe es nicht wirklich, aber wenn Miss Sonja so redet, dann fängt man Blut an zu kochen. Alles klar. Ich bin aufgemuntert. Lasst uns unseren Weg zur neuen Insel voranstürmen. Die Future Foundation, Monokuma, Monomi. Ich werde euch alle in einem Schlag vernichten. Selbst mich? Ihr Leute, ihr wirkt wirklich verlässlich. Hey, red doch nicht so, als ob ich nicht mit einbeschlossen wäre. Mit einbezogen. Als ob sie selbst sich nicht meinen würde. Also, weil sie denkt, sie schließt sich aus, so. Du bist auch unsere Freundin, weißt du? Du hast recht. Dann werde ich mein Bestes ebenfalls geben. Und so verließen wir das Restaurant. Die Ausdrücke auf unseren Gesichtern waren deutlich anders als jemals zuvor. Oder als die zuvor. Sie sind gefüllt mit starkem Willen und Entschlossenheit. Gewappnet mit diesem begannen wir unseren Weg voraus zur letzten Insel. Aber diese Wolken in meinem Herz sind immer noch lingered. Verwalten immer noch. Was? Verwalt? Ja. Verwalten immer noch. Ich konnte nicht darüber aufhören, über die Reserveabteilung nachzudenken. Und das füllte mich mit einem seltsamen, unkomfortablen Gefühl. Wie ein kleiner Knochen, der in meinem Magen lag? Nee. Ein Hals stecken bleibt. Das ist ja widerlich. Allein eine Krete ist widerlich. Aber ich versuche nicht daran zu denken. Ich versuche fokussiert zu bleiben und vorwärts zu gehen. So, sehen wir jetzt vielleicht, wer der nächste Mörder ist? Smile at Hope in the name of despair. Okay, es hat irgendwas mit Nagito zu tun. Weil die letzte Überschrift hatte auch was in gewisser Weise mit Nekomaru zu tun. Also entweder ist Nagito der Mörder oder das Opfer. Und da das Monobiest jetzt weg ist, konnten wir die fünfte Brücke überqueren und zur letzten Insel gelangen. Was ist das? Sieht aus wie eine pixelfehlerhafte Stadt. Mit Kränen. So, das ist die letzte Insel. Enorme Gebäude waren überall ersichtlich. Die komplette Insel sah so aus wie eine einzige gigantische Stadt. Sie sah sehr futuristisch aus. So als ob die Insel ein Schnappschuss von einem Metropole Urban. Urban ist die Unterstadt, oder? Nee. Stadt, einfach eine Stadtmetropole. Eine Riesenmetropole der näheren Zukunft auf jeden Fall. Und es gibt auch den Begriff urbane Legende und urbane Legende ist einfach eine Stadtlegende. Ach so.
Ich denke, es hat schon die Erscheinung von einer letzten Insel. Wir haben einen hässlichen Monokuma-Schädel gesehen. Okay, erstmal gucken. Vendor Street. Okay, Fabrik. Militärbasis. Seeking Industries. So eine Art Chinatown. Gehe ich denn zuerst hin? Zur Militärbasis. Da, das ist doch garantiert Kazuichis Werk. Hier fühlt er sich doch wie zu Hause. Nee, doch nicht. Die Mädels? Ausgerechnet die? Sonja passt doch. Ihr Land ist doch sehr militärisch behaftet. Ja, okay, aber was macht Akane hier? Sucht sie vielleicht nach einer Bazooka, um Monokuma über den Haufen zu ballern? Ich helfe dir suchen, das da hinten sieht noch ein bisschen zu klein aus gegen Monokuma. Dieses Ding da drüben. Ist das ein Panzer? Ist der real? Nicht nur das. Gibt es eine Menge anderer Sachen, die auch wirklich gefährlich aussehen. Ja, Sonja zum Beispiel. Sie ist gefährlich sexy. Es scheint so, als ob das hier eine Militärbasis wäre. Ist es das? Aufgrund des Faktes, dass diese Insel sehr klein ist, die militärische Technologie sieht ziemlich fortgeschritten aus. Würde ich so sagen. Das könnte sich als nützlich erweisen, wenn die Zeit kommt, dass wir in den Kampf rückziehen müssen gegen die Future Foundation. Nützlich? Es gibt keinen Weg, wie wir in der Lage dazu wären, mit so ein Zeug wie Panzer oder schwere Maschinerie umzugehen. Hä? Wirklich? In meinem Land? Oh. Selbst als Kind in der Grundschule konnte man mit Panzern umgehen. Ohne Probleme. Ohne Probleme? Ein Kurs in Warfare. Moderner Kriegsführung. Ah, ein Kurs in moderner Kriegsführung ist ein extra hier in die Klasse. Pflicht. Also Pflichtprogramm. Pflichtprogramm an unserer Schule, unseren Schulen. Allen Grundschulen. Ja, Grundschulen. Eine Hingabe zu Animes. Und jetzt das? Sonjas Land hört niemals auf, mich zu überraschen oder mich zu verblüffen. Wie auch immer. Waffen sind nur Waffen, wenn Menschen anfangen, sie zu benutzen. Wenn niemand sie benutzen würde, dann sind sie nichts weiter als metallischer Abfall. Okay, du hast recht. Unglücklicherweise, das Zeug in dieser Basis ist wahrscheinlich nicht mehr nützlich für uns. Nein, das ist falsch. Ja, wir haben ja Kazuichi, er kann das alles umbauen. Hä? Nun, ich habe entdeckt ich habe ein rätselhaftes Dokument in einem Panzer auf dem Fahrersitz entdeckt. Operator Seat. Das sind die Future Foundation Insignia. Jabberwock Island. Lageplan. Was ist das? Ich nehme an, das gehört Monokuma. Und es wurde... Was zum... Das letzte Wort kann ich gar nicht lesen. Auffälligerweise... Ostentatious. Auffällig.
Ja, es wurde auffälligerweise dort platziert. Ich weiß nicht, wie viel wir dem trauen können. Denkst du, das wäre ein nützlicher Hinweis? Monokuma hat das wahrscheinlich hier liegen gelassen, wie du sagtest. Es ist schwer zu wissen, ob man dem jetzt trauen kann oder nicht. Also was sagt es? Demzufolge, was hier geschrieben steht, weiß ich nicht viel. Also, ich dachte, sie kann Englisch oder was weiß ich, wie viele Sprachen. Aber das ist ein Dokument von Jabberwock Island Lageplan in einer ausführlichen Länge. Was ist das für ein Plan? Jabberwock Island unter die Future Foundation Kontrolle zu bringen und es vorzubereiten zum zentralen Hauptquartier. Ein zentrales Hauptquartier auf der für die Future Foundation? Ich dachte, Jabberwock Island wäre eine Touristenattraktion. Warum würde die Future Foundation daran interessiert sein? Um genau zu sein, da steht etwas geschrieben, das meine Aufmerksamkeit erregt hat. Die Reise Agency. Reiseagentur. Die Reiseagentur hat Jabberwock Island verwaltet, dass es bankrott ging. Also ist diese Insel für eine lange Zeit unbewohnt gewesen. Und deswegen war die Insel nicht betroffen von dem Vorfall, welches ihnen erlaubt, es als Foothold-Platzhalter oder als Nahrungsquelle zu verwenden. Foothold ist Platzhalter, oder? Warte. Ich guck nach. Ja, kaum ist Gander mit den schwierigen Wörtern weg, kommt Sonja um die Ecke. Ja, halt. Ja, Platzhalter. Warte mal einen Moment. Dieser Ort ist für eine lange Zeit unbewohnt gewesen. Wenn das wahr ist, dann ist da. Maintenance. Der Aufwand? Nein. Ich überlege gerade, wie das Wort war. Erwartung. Also, dann sind die Erwartungen hier an. Nicht Erwartung, Wartung. Also, dann ist die Wartung hier viel zu aufwendig. Die Dinge im Supermarkt sind alle immer wieder aufgefüllt und das Hotel ist immer noch ziemlich sauber. Könnte die Future Foundation dafür verantwortlich sein? Aber viel wichtiger, was ist dieser Vorfall? Was bedeutet das, dass diese Insel nicht davon betroffen wurde? Ich kann das nicht sagen, nur durch dieses Dokument allein. Es nur zu lesen wird uns nicht. Also, es nur zu lesen wird mir nicht helfen, zu verstehen, was diese Worte bedeuten. Wie auch immer. Hier ist noch ein weiteres Ding, das meine Aufmerksamkeit erregt hat. Und das werden wir uns beim nächsten Mal ansehen. Das war Danganron Part 2. Goodbye, Despair. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Ciao.